Die bewegendste Geschichte schreibt das Leben, so das Thema des diesjährigen Wettbewerbs. Und das Internet soll eine Rolle spielen. Dirko Göbel, Autor, Regisseur, Kameramann und Produzent in Personalunion, hat in einer beinahe schlaflosen Nacht ein Drehbuch verfasst. Darüber hinaus aber ist bis jetzt beinahe alles schiefgelaufen. Am Anfang sah es großartig aus, angerufen, Filmteam klargemacht mit einem Anruf. Und die sind aber dann eine Stunde oder eine halbe Stunde später alle wieder abgesprungen. Die Location ist geplatzt. Gestern hatte ich zwei Darsteller, die sind mir abgesprungen. Also improvisiere ich. So schlüpft Visagistin Julia plötzlich in eine Hauptrolle und Töchterchen Arina spielt ihr Töchterchen. Im Film geht es um einen computerspielsüchtigen Mann, der seine Familie, sein gesamtes Leben ruiniert. Dass sie damit eine Chance auf den Sieg haben, glaubt hier keiner so recht. Das ist eher so der Spaßfaktor. Das ist nicht hier zu gewinnen. Also bei mir ist halt, ja, ich helfe ihnen einerseits und andererseits macht mir Spaß, wieso nicht? Von den anfänglichen Rückschlägen lässt sich die kleine Filmcrew überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Also so muss man dann improvisieren, das ist die Guerilla-Taktik, aber das macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß, muss ich sagen, weil es kommt auch zu Ergebnissen, die meistens emotionaler sind. Die Messlatte liegt hoch. Im vergangenen Jahr wurde der Wettbewerbsbeitrag Wenn Wünsche fliegen als bester Film ausgezeichnet. Ein Drama über ein kleines Mädchen, das seinen verstorbenen Vater im Himmel besuchen will. Da kommt ganz andere Technik zum Einsatz, ja. Aber trotzdem ist es halt unser Spaß, den wir auch dabei haben, ne? Und wir werden nachher noch Bier trinken während der Dreharbeiten, damit es noch richtig Spaß macht. Nee, aber wenn wir gewinnen, gern, ne? Habe ich nichts dagegen. Bis Montag, 13 Uhr, hat das Team noch Zeit. Dann muss der 99 Sekunden lange Film